Moin. Moin. Mittelerde, Schatten des Krieges. Wirft seinen Schatten voraus. Wir fühlen Sauron auf den schattigen Zahn. Verzahnen Zahnqualen in Leighton's Mystery Journey. Und verdrehen Zahnräder in SteamWorld Dick 2. Ah, Digga, und News. 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 Und Gags. 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 Na? Nur bei G-A-M-I-T-W. Ultra. Hier sind wir noch drauf. Mittelerde, Schatten des Krieges. Du bist dran. Warte, ich habe was Besseres. Pass auf. Ajnas Trakatulum Agbursum Ischi Krimpatul. Und die Sprache Mordors, das war aber super innovativ. Das heißt übrigens Krimpatal. Simon Kretschmer, denke nicht, dass ich mit faulem Zauber arbeite. Doch. Alte Version? Okay. Mittelerde, Schatten des Krieges. Gut oder scheiße? Mal gucken. Mein Name ist Talion. Im dritten Zeitalter war ich der gefürchtetste Heerführer Mordors und habe eine Armee von Orks gegen Sauron in den Krieg geführt. Nicht schlecht, oder? Wie ich das gemacht habe? Naja, ich hatte ein bisschen Hilfe. Das ist Celebrimbor, der Ringschmied. Sauron hat ihn damals ziemlich übers Ohr gehauen und naja, tot ist er auch noch. Genau wie meine Familie, die hat Sauron auch auf dem Gewissen. Tja, und da haben wir uns eben zusammengetan. Der Typ hat einen Ring, mit dem man Leute seinem Willen unterwerfen kann. Das ist ziemlich nützlich, wenn man Karriere machen will, vor allem in Mordor. Geschenkt wird dir hier nämlich nichts. Wenn du in Mordor groß rauskommen willst, dann musst du furchteinflößend sein. Wie dieser Sauron. Sauron. Sauron, Sauron, ist doch scheißegal. Hauptsache fies und brutal. Mordor ist eben ein hartes Pflaster. Überall Orks, Trolle, wilde Bestien, jeder will dir an den Kragen. Da muss man halt einfach zuerst zuschlagen. Ja, und wie genau funktioniert das? Du schlitzt ihnen die Kehle auf, säbelst ihnen den Kopf ab, lässt sie vom Karagor fressen, einem Grauk oder einem Drachen. Verbrennen, vergiften, verfluchen. Und wenn du ganz besonders brutal bist, kriegen die anderen Angst und dann weg. Stopp! Ist das auch sicher? In Mordor ist Gewalt immer eine Lösung. Die Orks sehen vielleicht aus wie hirnlose Monster, aber hier läuft alles nach System. Und das ist ziemlich einfach. Der Stärkste hat das Sagen. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden. Das ist die krasseste Ellenbogengesellschaft, die man sich vorstellen kann. Du hast Bock, der Chef zu sein? Dann klopf den Chef um. Und wenn du jemandem die Fresse polierst, hast du gute Arbeit gemacht. Wenn du stirbst, bist du entlassen. Und wenn du jemanden anstellen willst, brauchst du halt schlagende Argumente. Ich arbeite nicht für dich! Doch, sonst hau ich dir nochmal aufs Maul. Tja, und niemand hatte bessere Argumente als wir. Weiß jemand von euch, wie es ist, von einem Elbengeist besessen zu sein? Ich sag's euch, verdammt geil. Wir hatten mehr Tricks auf Lager, als man sich vorstellen kann. Wenn du einen Ork-Hauptmann besiegen willst, musst du natürlich erstmal in seinen Wachen vorbei. Das kann man schleichend aus der Dunkelheit erledigen oder im offenen Kampf. Aber egal, wie man's macht, ohne Elbenmagie wäre man komplett aufgeschmissen. Die Orks sind nämlich ziemlich harte Brocken. Und so verschieden. Manche haben Schilder, manche reiten auf Bestien, wieder andere musst du erst betäuben, bevor du sie angreifst. Und die Schläge von riesigen Orks brauchst du erst gar nicht versuchen zu blocken. Das ist ziemlich kompliziert, vor allem wenn man es mit vielen Orks gleichzeitig zu tun hat. Irgendwann schlägt man einfach wild in der Gegend rum und hofft, dass man den richtigen trifft. Tja, und dann sind da noch die Häuptlinge. Jeder von denen hat bestimmte Stärken und Schwächen, die man sich zunutze machen sollte. Aber dafür muss man sie natürlich erstmal wissen. Also am besten vorher nachfragen. Ja, oder man lernt sie auf die harte Tour. Oder man stirbt halt. Ist aber nicht so schlimm. Zumindest, wenn man unsterblich ist. Ich sag ja, ohne Elbenmagie geht's nicht. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Unser Ziel war aber nie, alle Orks zu vernichten. Das haben ja schon andere versucht. Wir wollten sie beherrschen. Wir wollten Mordor regieren und nicht ausrotten. Sauron mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und das ging eben nur aus dem Inneren. Warum sich selber überall durchmeucheln, wenn man es auch andere erledigen lassen kann? Also brauchten wir Angestellte. So ein Ork ist eigentlich wie ein Schnitzel. Das muss man erst gut durchklopfen, bevor man es in die Pfanne haut. Und wenn man den Ork dann kontrolliert, lässt man ihn seine Arbeit machen.
Unter den Orks von Mordor gibt's eh ständig Zoff. Man muss halt nur schauen, dass der Richtige gewinnt. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. In jedem Bezirk von Mordor gibt's eine Hierarchie von Häuptlingen, Hauptmännern und dem Oberherr der Festung. Und wir haben alle systematisch unterwandert. Hell oder dunkel, ist mir doch gleich. Es war wie ein Rausch. Uns gingen so viele Orks ins Netz, da kann die olle Kankra nur von träumen. Epische Orks, legendäre Orks, einer stärker als der andere. Ich habe zwei epische Fähigkeiten. Ich mache Feuerschaden und bin immun gegen Gift. Oh mein Gott! Wenn du ein Gebiet kontrollieren willst, musst du den Oberherrn besiegen. Und der sitzt in der Festung. Also schaltest du am besten zuerst deine Hauptmänner aus. Oder lässt deine Orks das übernehmen. Ist die Festung geschwächt, versammelst du deine Armee und stürmst sie. Je mehr Hauptmänner du vorher ausgeschaltet hast und je mehr Upgrades du für deine Armee gekauft hast, desto schneller fällt die Festung. Besonders schwer ist das eigentlich nicht, vor allem wenn man einen Drachen hat. Knifflig wird's erst danach, denn gegen den Oberherrn muss man alleine antreten. Und die sind meistens ziemlich gut vorbereitet. Sobald der Kerl Geschichte ist, gehört die Festung dir und das Gebiet steht unter deiner Kontrolle. Da muss schon Sauron kommen, um mich zu holen! Anders kriegen die mich hier nicht weg! In Mordor gibt's aber noch viel mehr zu tun, als bloß Festungen einzunehmen und Orks zu sammeln. Haufenweise Leute wollen etwas von dir. Die Soldaten von Gondor wollen gerettet werden, Kanan, der Waldgeist, hat eine offene Rechnung mit einem Balrog, Eltariel legt sich mit den Ringgeistern an und Kankra ist auch mit von der Partie. Und ich habe keine Ahnung, warum die auf einmal sexy ist. Tja, und dann kann man noch allen möglichen Kram sammeln, um neue Ausrüstung und Fähigkeiten zu bekommen. Ja, das ist mal nebenbei ganz nett, aber eigentlich hat man ja auch andere Sachen zu tun. Die ganzen Aufträge, das Rekrutieren von Orks, die Festung, damit ist man schon echt lange beschäftigt. Aber die Zeit vergeht echt wie im Flug und ich hätte nicht gedacht, dass wir in Mordor so viel Spaß haben würden. Naja, zumindest bis Sauron kam. Darf ich Ihnen vielleicht einen Drink anbieten? Ist schlecht mit dem Helm. Logo. Bis dahin war alles perfekt. Klar, hier und da läuft's mal nicht so rund, man verspringt sich mal beim Klettern, mal ist ein Kampf zu schwer, mal zu leicht. Aber am Ende des Tages ist man zufrieden. Ja, und dann kommt halt der Krieg. Die Frage ist nur, macht das Spaß? Ganz sicher nicht. Sauron ist echt ein verdammter Spielverderber. Natürlich gibt er sich nicht einfach geschlagen, natürlich will er seine Festung zurückhaben. Also ist man Stunde um Stunde damit beschäftigt, sie zu verteidigen. Und das ist deutlich schwerer, als sie einzunehmen. Verliert man eine Festung, muss man sie wieder zurückerobern und das Spiel geht wieder von vorne los. Und teuer ist das Ganze auch noch. Will man es bei der Verteidigung etwas leichter haben, muss man seine Festung verbessern. Und das kostet ordentlich Silber. Das wächst ja auch nicht auf Bäumen. Und wenn man sich das Leben mit besserer Ausrüstung oder stärkeren Orks erleichtern will, kann man entweder Ewigkeiten danach suchen oder diesem raffgierigen kleinen Gnom hier die Taschen voll machen. Aber mit Silber kommst du bei dem nicht weit. Die großen Truhen gibt's natürlich nur für Gold und das kannst du schön aus eigener Tasche bezahlen. Frechheit ist das. Naja, alles was am Ende bleibt, ist der Krieg. Der Krieg gegen Sauron, der Krieg gegen andere Möchtegern-Herrscher wie dich. Deren Festungen kannst du nämlich auch noch einnehmen, wenn du nach den ewigen Angriffen von Sauron immer noch Bock auf ewig gleiche Schlachten hast. Also mir reicht's auf jeden Fall. Mach's gut, Mordor, wir hatten eine schöne Zeit. Soll Sauron halt über dich herrschen, wenn er sonst nichts zu tun hat. Ich mach was anderes. Komm schon. Geil. Oje, Simon! Simon, was schau! Was ist geschehen? Sehen Sie, Obacht, der Regenwurm, unser Freund! Oh nein! Er liegt im Sterben! Ich habe ihn doch erst kürzlich noch getroffen, da war alles in Ordnung. Welch bestialische Tat! Wie konnte das nur geschehen? Das hier ist SteamWorld Dig 2. Es ist, wenig überraschend, der Nachfolger zu SteamWorld Dig. Das kennt aber leider kaum jemand. Auf den ersten Blick sieht's aus wie ein Dig-Dug-Klon. Dieser Klassiker, in dem man herumgräbt und Stein ausweicht. Oder es weckt Erinnerungen an Survival-Dinger wie Terraria. Ist aber alles falsch. SteamWorld Dig 2 ist seine ganz eigene Mischung. Die Grundlage stimmt aber schon mal. Ihr müsst buddeln. Viel buddeln. Das ist die Sache, die Roboterheldin Dorothy von Anfang an wie eine junge, rostige Göttin beherrscht.
Deshalb zerbröselt sie alles, was ihr vor die Hacke kommt. Egal ob lockere Erde, feste Erde, feuchte Erde oder moosige Erde, was nicht hält, wird weggehackt. Robert, du alter Dreckfresser! Na, alles fit im Schlick? Ja, sicher, Kalle. Ich hab mich gerade mit der Liebsten in einem schicken Erdloch niedergelassen. Bestens, Robert. Ich hab auch gerade ein neues Haus gebaut, ne, einen neuen Job gefunden. Ich glaube, ich hab mich voll getan! Ach, nee, ist eine Erde. Verdammte Scheiße, die hat schon wieder alles kaputt gemacht! Und diesmal hat sie sogar mich zerhackt! Redet ihr über mich? Und warum habe ich überhaupt solche Kopfschmerzen? Du hast doch ja keinen Kopf! Du bist ein Hinterteil! Du Arsch! Warum sie, oder vielmehr ihr, das macht, ist einfach. Zaster. Unter der Erdoberfläche warten haufenweise fette Klunker darauf, beim Händler zu barer Münze gemacht zu werden. Mit der motzt ihr dann eure Ausrüstung auf, damit ihr noch besser und tiefer buddeln und noch seltenere und kostspieligere Klunker eintüten könnt. Und jedes Mal hofft ihr, euren Gelddurst endlich gestillt zu haben. Aber das wird natürlich nie passieren. Führ mich zum Schotter! Unter der Erde gibt es aber noch viel mehr zu entdecken als nur Dreck und Diamanten. Waren die Minen im Vorgänger noch komplett zufallsgeneriert, wurde nun jeder Stollen von Hand designt. Und das merkt man auch. Überall finden sich kleine, geschickt platzierte Geheimnisse. Stellenweise müsst ihr Rätsel oder Geschicklichkeitspassagen lösen, um euch besonders wertvolle Schätze in die Tasche stecken zu können. Beispielsweise Zahnrädchen, mit denen ihr neue Eigenschaften eurer Werkzeuge aktiviert, oder Relikte, die besondere Fähigkeiten freischalten. Damit das ganze Gebuddel aber nicht zu einfach wird, legen euch die Entwickler Steine in den Weg. Sogar wortwörtlich. Denn wie wir alle wissen, sind die natürlichen Feinde eines jeden Goldgräbers Steine. Scheiße. Steinbröckel! Wer beim Buddeln nicht aufpasst, deshalb immer schön Augen auf. Auch Fallen trachten nach euren kostbaren Schaltkreisen. Nur wer aufmerksam ist, entkommt ohne Beulen. Gegner wie Käfer, Schnecken und seltsame Untergrundmagier-Kultisten? Machen euch natürlich auch noch zu schaffen. Zerrt ihr ausnahmsweise mal die anstatt der armen, wehrlosen Erdbrocken, erhaltet ihr Erfahrungspunkte und steigt im Level auf. Damit habt ihr auch schon das Rezept für ein fies-süchtig machendes Spiel in den Händen. Ressourcensammelei und Rollenspiel. Ehe ihr euch verseht, treibt es euch rastlos immer und immer wieder unter die Erde, auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Glücksgefühle. I said, goddamn. Aber sich auf dieser Suchtspirale auszuruhen, wäre zu einfach. Was SteamWorld Dig 2 über die Stufe eines China-Goldfarm-Simulators hebt, ist, dass es eben mehr kann. Über den Spielverlauf kommt ihr nach und nach an neues Spielzeug. Wo ihr euch zu Beginn noch ächzend und keuchend gerade so wieder aus dem Minenschacht zieht, überbrückt ihr später dank Enterhaken ganz schnurrig große Distanzen. Durch eure immer vielseitigere Ausrüstung spürt ihr nicht nur euren Fortschritt direkt, sondern eröffnet auch neue Teile der Höhlen. Typisch Metroidvania eben, nur halt mit dem ganzen anderen Suchtkladderadatsch obendrauf. Oh yeah! Wer zusätzlich aber noch auf eine gute Geschichte hofft, wird enttäuscht. Hinter dem schicken Cartoon-Stil steckt eine ziemlich lose, wenig mitreißende Handlung. Zwar gibt es ein, zwei überraschende Szenarien, der Rest ist aber eine fadenscheinige Ausrede, um weiter zu buddeln. Verschenkt wurde das Potenzial auch bei den Endgegnern, von denen es einfach viel zu wenige gibt. Wenn sie denn mal auftauchen, sind sie kleine Highlights, die das Spielgeschehen auflockern und unsere Skills auf die Probe stellen. Mehr als zwei hätten es aber gern sein dürfen. Aber letztlich sind das nur kleinere Fehlerchen, die SteamWorld Dig 2 kaum was anhaben können. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht klein und unschuldig wirkt, zwingt es euch mit seiner Mechanik aber zum willenlosen Durchsuchten, bis die Credits laufen. Die rund 8 bis 9 Stunden lange Kampagne verging wie im Flug. Auch wenn SteamWorld Dig 2 also ein bisschen nach Survival-Crafting-Kram ausschaut, kommt es ziemlich gut ohne aus. Und gerade dadurch behält sich das Spiel seine unverwechselbare Identität. Scheiße. Falsche Tür, ich finde es selber raus.
Als nächstes im Programm aufregende News mit Herrn Michael Krugmann. Möglicherweise kommt dabei etwas Nebel auf. Das finden wir in Eisenstein. Auch ich bin voller Vorfreude und gleich fährt er ab, der Hype Train. Tschut, tschut. Diese Woche fangen wir mal klein an. Nach dem Super Nintendo Mini und dem kürzlich angekündigten Commodore C64 Mini, der Anfang 2018 erscheinen soll, kommt nun vielleicht auch die Mini-Version des Commodore Amiga. Ganz wasserdicht ist diese Meldung allerdings noch nicht. Sie beruht lediglich auf dem Bericht der italienischen Ausgabe von Tom's Hardware. Laut diesem Bericht habe Retro Games, der Hersteller des C64 Mini, ein exklusives Abkommen mit Cloanto geschlossen. Und Cloanto ist am besten bekannt für den Emulator Amiga Forever. Stand jetzt heißt es, der Amiga Mini kommt 2018. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Super Nintendo Mini gehackt wird. Und jetzt ist es passiert. Mit dem Programm Hackchi 2 vom Hacker Alexei Avdyukin ist es möglich, weitere Super Nintendo Spiele auf das Super Nintendo Mini zu laden. Aber Vorsicht! Wer an seinem Super Nintendo Mini rumbastelt, der kann das Ding leicht schrotten und verliert natürlich jeglichen Garantieanspruch. Und dass die Verwendung von Spieleroms in den meisten Fällen illegal ist, das wissen wir spätestens seit dem SNES Classic Mini Rap. Ich zock Retro auf einem Raspberry Pi, klatsch einen Emulator drauf und spar noch Geld dabei. Software-Piraten sind bei uns nicht willkommen. Gehen Sie mal mit, Sie sind festgenommen. Anstatt dem Konsolenschrumpftrend zu folgen, dachte sich der Brüsseler Student Ilan Ünal, make consoles great again, und baute den größten Gameboy der Welt. Ünal bekam dafür sogar kürzlich einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Herzlichen Glückwunsch! Das Monster ist über 60 cm breit, gut 1 Meter hoch und kann tatsächlich benutzt werden. Es frisst sogar originale Gameboy-Module. Damit bist du sicherlich in U-Bahn und Bussen ein gern gesehener Gast. Junger Mann, ist der Platz da frei? Ist er nicht, geh weiter. Frontier Developments hat erstmals eine kleine Hausmesse abgehalten und dabei Infos zur Zukunft der Weltraumsimulation Elite Dangerous rausgehauen. Das Update Squadrons wird ein Gildensystem mit sich bringen, dank dem sich große Spielergruppen zusammenschließen und sogar riesige Trägerraumschiffe kaufen können. Auf diesen mobilen Weltraumbasen können Spieler landen und starten, ihre Schiffe auftanken und die Ausrüstung ändern. Squadrons kommt jedoch frühestens im vierten Quartal 2018. Bis dahin sollen aber weitere, kleinere Content-Updates erscheinen, die schrittweise Koop-Missionen, hübschere Planetenoberflächen, neue Schiffe und ein überarbeitetes Bergbau-Feature ins Spiel einführen. Besonders in Eisenstein, der ganze Kram soll für Käufer der Horizons-Erweiterung kostenlos sein. So viel zu den News. Ich mache jetzt erstmal Urlaub. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Hä, wie Urlaub? Was ist denn da mit den News? Ey, ganz ehrlich, das könnt ihr auch mal einmal ohne mich machen. Das schafft ihr schon. Wie ist denn mit dir, Trant? Wie, ich? Ich habe da noch nie News gemacht. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. So schwer ist es nicht. Hier ein paar schöne News für dich. Ich bin raus. Viel Spaß dabei. Du schaffst das. Okay. Also, Frontier Developments hat dann auch noch was von Jurassic Park Evolution gezeigt. Und das sah ganz gut aus. Die Dinosaurier sahen gut aus. Und die Welt sah auch gut aus. Mal sehen, ob das Spiel auch gut wird. Die Filme waren ja nicht alle gut. Seit über 10 Jahren nervt er uns jetzt schon mit mittlerweile Hunderten von Rätseln. Gemeint ist natürlich Akademiker-Arsch Professor Dr. Layton. Tja, und zu so einem wahnsinnigen Jubiläum muss natürlich auch ein neues Spiel raus. Und dieses Mal malträtiert seine Tochter uns auch noch. Und mit dem Spiel Laytons Mystery Journey, Catriel und die Verschwörung der Millionäre. Ich kann noch nicht mal den Namen sagen. Bleibt auch nur noch ein Rätsel zu lösen. Wie viele nervige Verwandte hat der Typ noch? Ich weiß es nicht! Ich kann diese Aufgabe nicht lösen! Zu schwer! Es geht nicht! Mindestens 10! Mit einem geheimnisvollen Dorf im Jahr 2008 hat alles angefangen. Der Knobelprofessor Herschel Layton feierte Premiere auf dem Nintendo DS. Seitdem kehrte der Professor fast jährlich mit neuen Rätseln zurück. Nun ist es aber soweit, den Zylinder weiterzureichen. Und zum Glück gibt es noch eine Rätselliebhaberin, seine Tochter Catriel. Ich bin Catriel Layton, die Tochter des berühmten Professor Layton. Cat tritt in die Verschwörung der Millionäre in die berühmten Fußstapfen ihres Vaters. Sie hält sich fern von Archäologie und eröffnet lieber eine eigene Detektei im Herzen Londons, wo sie gemeinsam mit Gehilfe Ernest und dem sprechenden Hund Sherl faszinierende Fälle löst. Das verläuft in etwa so. Ihr bekommt einen Auftrag und müsst Hinweise finden. Dafür durchsucht ihr Gebiete mit einer Lupe und findet interessante Objekte, Informationen oder Rätsel.
Auch das Befragen von Zeugen oder Passanten kann hilfreich sein. Bevor die euch aber helfen, müsst ihr deren Knobelaufgaben lösen. Egal ob Jogger, Angler oder Straßenkatze, einfach jeder zwängt Cat Rätsel auf. Entschuldigung, können Sie mir kurz die Uhrzeit sagen? Ja, natürlich. Oh, zufällig entspricht die Uhrzeit gerade dem größtmöglichen Winkel zwischen dem großen Zeiger und dem kleinen Zeiger. Passt schon, danke. Allerdings geht die Uhr auch 5 Minuten nach. Das müssen Sie beachten. Hallo. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich ausgesperrt. Oh, das ist jetzt aber schlimm. Vielleicht kann sie ein kleines Rätsel aufheitern, ha? Also passen Sie auf, Sie haben einen Schlüssel mit 13 Zähnen an einem Schlüsselbund, an dem 6 Schlüssel sind und Sie haben 10 Türen. Dumme Kuh. Und was habe ich? Also wenn ich Ihnen 6 Tabletten gebe und die kleinste 2 Gramm wiegt und die größte ist rot, dann... Jetzt reicht's, ey, Mann! Sogar beim Arzt muss ich mir so einen Rätselvortrag anhören. Kann man mir nicht einfach sagen, was ich habe? Hämorrhoiden, Sie haben Hämorrhoiden. Okay. Diese Rätsel stehen natürlich im Zentrum jedes Layton-Abenteuers und reichen von Rechenaufgaben über Puzzles bis hin zu Logikrätseln. Für Abwechslung und Umfang ist schon mal gesorgt. Frische Ideen sind im mittlerweile 7. Teil der Reihe allerdings langsam Mangelware. Einige Rätsel wiederholen sich in anderer Form und wirken einfach etwas lieblos. Ein noch viel größeres Problem ist der Schwierigkeitsgrad der Knobeleien. Der schwankt nämlich stark. Mal müsst ihr eine einfache Entweder-Oder-Entscheidung treffen und dann im nächsten Rätsel plötzlich eine scheinbar umfangreiche Textaufgabe lösen. Und hier sagen wir absichtlich scheinbar, denn oft versucht das Spiel euch hinters Licht zu führen. Was klar nach einem mathematischen Problem aussieht, entpuppt sich nach langem, frustigen Gegrübel leider viel zu oft als Fangfrage. Ein Beispiel. Wir haben eine Bürgermeisterwahl mit 3 Kandidaten und 1000 Wählern. 400 wählen A, 300 B und 100 unterstützen C. Außerdem sind 200 unentschieden und keiner entscheidet sich um. Wer hat also noch eine Chance, die Wahl zu gewinnen? Also die Unentschiedenen können sich noch aufteilen. C hätte auch mit denen zu wenig. Jeder bleibt bei seiner Wahl, also können ja nur A oder B gewinnen. Hey, war ja gar nicht so schwer. Was? Falsch? Was denn dann? Es handelt sich nur um eine Prognose? Jeder kann also noch gewinnen? Ah ja. Und so macht man das. An sich nichts Schlimmes, nur gibt es davon für unseren Geschmack zu viele. Aber selbst wenn ihr mal nicht weiter wisst... Mein Gehirn ist nicht gut. Keine Sorge. Wenn ihr vor den Rätseln die Gebiete fleißig unter die Lupe genommen habt, gab es da für euch die ein oder andere Münze. Die könnt ihr benutzen, um euch Hinweise zu erkaufen. Eine faire Sache. Auch wenn euch der brauchbarste Hinweis erst nach mehrmaligem Bezahlen gegeben wird. Seid also sparsam. Die harten Kopfnüsse können auch mal teurer werden. Papa, ich weiß nicht weiter. Hilf mir mal bitte. Ah ja, zeig doch mal her. Ah ja, Kleine 1x1, ja. Naja, das ist doch total einfach, ne? Die Lösung ist eine Zahl zwischen 1 und 100. Mhm. Ja? So. Das macht dann 5 Euro, ne? Die Geschichte abseits der Rätsel ist leider etwas belanglos. Ein großes, sich langsam entfaltendes Mysterium wie in älteren Layton-Spielen gibt es hier nicht. Die Fälle stehen oftmals für sich und führen ins Nirgendwo. Erst zum Spielende hin kommt langsam Spannung auf. Dazu kommt, dass wir oft schon nach wenigen Hinweisen die Lösung des Falls vor Augen hatten. Detektivdame Cat allerdings immer noch im Dunkeln tappte. Oh, come on! Aber zumindest die Besetzung können wir loben. Auch wenn der Professor und sein Assistent Luke mehr Profil hatten, haben wir auch Catriel schnell ins Herz geschlossen. Auch die zahlreichen Nebencharaktere sind charmant designt, aber richtig unterhalten waren wir vor allem bei den Namen. What is your name? Hier folgt ein Kreativerguss dem nächsten. Wie könnte dieser Regisseur zum Beispiel heißen? Na, ganz klar, Reggie D. Rector natürlich. Oder diese verwirrte Sekretärin? Das ist Connie Fuse. Unser Liebling ist aber definitiv dieser herumschnüffelnde Reporter, Herr Samuel Sniffler. Habt ihr euch genug über Namen amüsiert und auch genug von vielen Rätseln, gibt es ein wenig Ablenkung. Ihr könnt zum Beispiel in einem Restaurant maßgeschneiderte Menüs zusammenstellen, Cats Kleidersammlung erweitern und durchprobieren, ihre Detektei dekorieren oder auf die Jagd nach Sammelobjekten gehen. Das sind alles ganz nette Beschäftigungen, die euer Abenteuer auflockern. Mehr aber auch nicht. Egal.
Wir fassen zusammen. Laytons Mystery Journey hat nicht die packendste Geschichte und auch die Rätsel bilden wahrscheinlich das Schlusslicht der gesamten Layton-Reihe. Ist also alles schlecht? Naja, nicht ganz. Wir konnten trotzdem gut knobeln und haben uns an der sympathischen Besetzung und der erzählerischen Leichtigkeit erfreut. Wer aber noch keinen Professor Layton-Teil gespielt hat, begleitet lieber erstmal Cats Papa auf seinen deutlich spannenderen Rätselreisen. Das war's fast mit Folge 42. Ja, jetzt kommt nur noch eine neue Folge Beans Extended unserer Behind-the-Scenes-Seifenoper. Was passiert? Wird es einen Vorfall geben zwischen Michael und Colin? Wird Tim Markus verzeihen wegen dieser einen Sache mit Mark? Und die Reptilienmenschen, was machen die? Übernehmen sie die Kontrolle in der Game2-Redaktion? Ja, also, irgendwas passiert auf jeden Fall. Ganz sicher passiert irgendwas. Irgendwas, ja. Aber sowas von irgendwas. Ja. Wiederschauen. Eingehauen. Lass uns doch noch mal drüber reden. Aber ich wollte... Du weißt genau, dass ich dir nach dieser Sache nicht verzeihen kann. Jakob. Ich will nichts mehr hören. Komm, verschwinde. Verschwinde! Du Schwein! Mensch, der Tim, der wird ja so gestresst, seit er interimsmäßig die Redaktionsleitung übernommen hat. Vielleicht sollte man das mal dem Micha übertragen. Ach so, nee. Das ist doch immer noch, weil Markus Mark das Bild gezeigt hat. Und der hat es dann wieder allen anderen weitergezeigt. Das Bild. Ach, du kennst es noch gar nicht? Muss schon sagen, saubere Arbeit. Ja, Sie können die Reptilienmenschen wieder abziehen. Ja, genau die, die die Redaktion stürmen sollten, um Tim Heinke zu stürzen. Ich denke, ich habe da was Besseres. Der Tim, der wirkt ja so gestresst, seit er die Position von Colin interimsmäßig war, richtig? Komm. Mensch, der Tim, der wirkt ja so gestresst, seit er interimsmäßig, kannst du mal aussprechen. Verschwinde, du Schwein! Oh Mann, da geht der Rechner ab. Was ist das denn? Ich krieg einen Kram. Ich mach Feuerschaden und bin immun gegen Gift. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Wie bist du gerade gekommen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Der ist es. Alles klar, so, das war's. Der ist es. Ey Robert! Weiß ich keine! Hast du den Kindern noch was zu sagen? Ja, wir haben ja so einen Kanal mit Videos, da könnt ihr kommentieren und liken und abonnieren. Stimmt, das ist ganz wichtig. Und hier auf die Videos auch mal hier draufklicken, da oben hier da an der Seite. Hier, ich weiß, schön da. Interaktion, verstehst du? Mhm, ja. Wegen YouTube und so diesem Algorithmus. Das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Ist mega wichtig. Mhm. Ja. Was machst du jetzt noch? Erde fressen? Nice! Yeah. Okay, haut rein, ihr Pimmel!